Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial rund um den Football Manager von Sports Interactive. Viele Neulinge und auch Umsteiger von zum Beispiel EA fragen sich und mich sehr häufig, ob es eine Art Gesamtstärke im Football Manager gibt. Diese Frage kann ganz klar mit Jein beantwortet werden. Natürlich gibt es im Football Manager auch so etwas wie eine Art Gesamtstärke, die nennen wir hier CA. Jedoch ist diese nicht offen einsehbar. Das hat verschiedene Gründe, denn sowas wie ein Spieler hat 99 Punkte auf der Skala, das kann man zwar gut sagen, allerdings ist es im Football Manager nicht wirklich wichtig, wie hoch die eigentliche CA ist, also die Current Ability, das heißt so viel wie derzeitige Fähigkeit, sondern wie gut die Attribute zu der Rolle und zu eurer ausgewählten Taktik passen. Natürlich kicken Spieler mit höherer CA, also mit höherer Gesamtstärke in dem Sinne, nicht umsonst in höheren Ligen, aber es gibt genügend Fälle, in denen ein Spieler mit einer niedrigeren CA bessere Spieler abliefert als sein Pendant mit einer höheren CA, was einfach an der Verteilung der Attribute liegt. Ich habe hier einfach mal den Kader von Darmstadt 98 aus der Saison 2014-2015 aufgerufen im Football Manager, habe das Team übernommen und ihr seht hier verschiedene Spieler und wenn ihr auf die Assistant Reports, also auf die Berichte eures Co-Trainers klickt, dann sagt ihr euch, was die beste Spielerrolle ist des Spielers mit diesen Attributen und ja, welche Ability, also welche Fähigkeit der denen zutraut und das wird hier im FM eben über Sterne geregelt. Diese Sterne sollen euch ungefähr angeben, wie gut und wie schwach oder wie schlecht euer Team ist. Ihr seht hier zum Beispiel, dass der Christian Martinia, der Torwart, 3,5 Sterne hat und ihm ein Potenzial von 4 Sternen zugetraut wird, dass er also nicht mehr so viel Luft nach oben hat, jedoch deutlich der bessere Keeper als sein Ersatz Patrick Platins wäre. Der Star des Spiels ist ganz sicherlich, oder der Star des Kaders ist ganz sicherlich Dominik Strohengel, zusammen mit Jan Rosenthal, Florian Jungwirth oder zum Beispiel dem Marcel Heller, den ich mal als Beispiel hier aussuchen möchte. Ich öffne mal sein Profil und da sehen wir hier die ganzen Attribute. Und ja, wie gesagt, für euch Neulinge geht es dann häufig wirklich darum, ja, warum sollte ich jetzt Marcel Heller auf links außen spielen lassen und nicht zum Beispiel, wer kann noch links außen spielen, nicht zum Beispiel der Milan Ivana, dessen Attribute sehen doch viel besser aus, der hat hier jede Menge technische Attribute, die könnten die doch zu einem viel besseren links außen machen. Nun, die Frage ist, welche Attribute für Hellers Rolle wichtig sind. Heller ist, wie man hier gut erkennen kann, ein Flügelspieler und für Flügelspieler ist es besonders wichtig, dass sie schnell sind und da hat Heller enorme Vorteile. Also hatte hier Acceleration und Agility sehr, sehr hohe Werte, also das heißt Beschleunigung und ja, Beweglichkeit und die sind sehr wichtige Spielerwerte. Das Ganze kann man auch verdeutlichen, indem ich euch mal einen Editor zeige, den es im Research gibt. Also in der Datenrecherche, indem wir die Daten eintragen. Und ja, da bin ich gerade dabei, sein Profil etwas zu überarbeiten und zu verschärfen. Und hier seht ihr auch ganz gut, dass verschiedene Attribute wesentlich wichtigere Einflüsse auf die CA haben. Also ein Marcel Heller hat hier beispielsweise sehr hohe Gewichtungen bei der Acceleration, bei der Pace und bei der Agility. Und da hat er auch sehr hohe Attribute. Das kann man hier auch sehr schön sehen, da es gibt Highlight, also gewisse Attribute, die besonders wichtig sind für gewisse Rollen. Zum Beispiel als Flügelspieler ist es besonders wichtig, dass er eben schnell ist, dass er lange laufen kann, dass er gut passen kann und ähnliches. Wir könnten natürlich auch Forward Winger benutzen, wenn ich ihn jetzt finde. Der Inside Forward ist wahrscheinlich sogar noch besser für ihn geeignet, weil er Heller eben einigermaßen abschlussstark ist und zudem auch noch wirklich sehr schnell ist. Also das ist wirklich solche Sachen, die man sich überlegen muss. Er ist auf der linken Seite unterwegs mit seinem rechten Fuß, da wäre es sinnvoll, ihm so eine Rolle wie von Arjen Robben zu geben, dass er immer nach innen zieht und dort abschließt. Das wäre eine Möglichkeit und das wird hier auch vom FM vorgeschlagen, welche Rollen er am besten übernehmen sollte. Genau, und wie setzt sich nun die CA genau zusammen? Also diese Attribute hier, nicht alle spielen eine Rolle, wie ihr hier sehen könnt, gibt es auch
versteckte Attribute. Es gibt hier Attribute wie die mentalen Attribute, die spielen keine Rolle bei der CR und gewisse Attribute spielen eine größere Rolle als andere. Also beispielsweise Penalties, die, wie gut jemand Elfmeter ausspielen, schießen kann, spielen keine allzu große Rolle. Eine große Rolle für einen Flügelstürmer spielt, wie gesagt, die Endgeschwindigkeit. Für einen Mittelfeldspieler spielt beispielsweise, also Florian Jungwirth als Beispiel, spielt die Geschwindigkeit keine so große Rolle. Da sind eher mentale Attribute wie Decisions oder Positioning von wesentlich höherer Relevanz. Und grundsätzlich ist es im FM zu sagen, dass Angriffsspieler grundsätzlich einen höheren Fähigkeitenkatalog haben müssen als Defensivspieler, die in allererster Regel verteidigen müssen. Und so viel sei jetzt mal zum Thema CA erstmal gesagt. Also die Attribute, die CA geht von 0 bis 200 und wird dann eben gedeckelt durch eine sogenannte Potential Ability, die eben auch von 0 bis 200 geht, wobei die Potential Ability immer genau größer oder genau gleich sein muss als die CA, also dass jemand eine höhere Gesamtstärke, sage ich mal, hat, als er eigentlich möglich wäre, ist natürlich nicht möglich. Und jetzt noch zum Abschluss die wichtige Frage. Im Research seht ihr manchmal solche negativen Sachen oder generell so, wenn es darum geht, die großen Talente, die kann man ja nicht sofort abschätzen. Also da tun wir uns auch schwer im Research, den richtigen Wert zu geben. Und deswegen geben wir denen negative PAs. Was heißt das? Wenn jemand ein ganz großes Talent hat und wir glauben, dass der mal in Sphären von Messi, Ronaldo oder Ähnlichen herumkicken wird, dann werden wir diesem Spieler eine negative PA von minus 10 geben. Und das bedeutet, dass das Spiel zu Beginn, wenn ihr eure Datenbank erstellt und das Spiel anfängt und dann irgendwann mal das erste Mal speichert, an diesem Zeitpunkt wird der Computer alle Potenziale ausgewürfelt haben. Also es gibt in der Datenbank jede Menge Jugendspieler, die haben negative PAs und diese PAs werden einmal ausgewürfelt und dann behält dieser Spieler diese PA sein ganzes Leben, bis er eben in Rente geht. Und diese PA, die landet dann im Bereich von 170 bis 200 im Fall von minus 10, das wäre also für die absolute Weltklasse. Minus 9, 150 bis 180, das wäre die Spitzenspieler der Bundesliga. Minus 8 sind die absoluten Stammspieler der Bundesliga. Minus 7 sind so, zur zweite Liga und auch Bundesliga und so weiter und so fort. Und so geht das immer weiter runter. Und das ist die, wie gesagt, die negative PA, die spielt eine relativ große Rolle. Grundsätzlich kann man hier noch ein paar interessante Statistiken sagen. Also CA spannen so ungefähr. Also wirklich die von 140 bis 160 sind so mehr oder weniger Bundesligaspieler, die absoluten Stammspieler sind. CA-Spieler von 120 bis 140 sind so durchschnittliche Bundesliga-Kicker oder auch sehr gute Zweitliga-Kicker. Alles, was so größer als 100 bis 120 ist, sind die üblichen Zweitliga-Kicker. Von 90 bis 100 in etwa Drittligaspieler. Und alles, was kleiner 90 ist, ist eher so in der Regionalliga unterwegs. Jetzt würdet ihr natürlich gern wissen, wie die genaue Gewichtung je Spieler und je Position ist. Das kann man so genau leider nicht sagen, denn wie ihr hier in einem kleinen Beitrag, den ich hier auch in der Videobeschreibung verlinken werdet, sehen könnt, ist das je Spielposition unterschiedlich. Und das ändert sich auch, denn wenn ich jetzt dem Marcel Heller beispielsweise hier noch zufälligerweise das Mittelfeld als mögliche spielbare Position hinzufügen würde, würde sich hier die gesamte Gewichtung radikal verändern. Die Gewichtung hängt davon ab, ob jemand beidfüßig ist. Und wenn ja, in der Regel ist er das, wie gut jemand beidfüßig ist. Die Gewichtung hängt davon ab, wie gut die einzelnen Positionen spielbar sind und wie viele das sind. Also das ist wirklich, wenn jemand vielseitig einsetzbar ist auf einer Position, wie das jetzt beispielsweise Heller ist, oder auch der Jerome Gondorf, der ist auch relativ vielseitig einsetzbar, dann schlägt das sehr häufig zu Buche. Dann nehmen wir besser den Florian Jungwirth, der ist noch vielseitig einsetzbar. Ja, also da schlägt das relativ hoch zu Buche und dann ist dementsprechend auch, kann man da jetzt keine vorherigen Schlüsse ziehen und sagen, naja, wenn jemand einen Wert von 13 oder sonst was hat, dann hat er die und die CA.
Grundsätzlich ist zu sagen, dass man nicht einfach hier hingehen kann und sagen, okay, wenn der einen Punkt besser hat hier im Marking, also in der Deckung, dann ist seine CA um 1 größer. Das kann man grundsätzlich einfach nicht sagen. Das hängt wirklich im Wesentlichen davon ab, wie seine genaue Zusammensetzung ist, wie gut er beidfüßig ist. Hier, er ist either-footed, er kann verschiedene Positionen mehr oder weniger gut bekleiden. Und deswegen ist das nicht immer so leicht zu sagen. Wir können auch gucken, ob ich noch irgendwelche andere Sachen offen habe. Genau, was ich euch noch zeigen wollte, es gibt hier auch gewisse Threads, die ich noch verlinken werde, die zum Thema Attribute in ihre Bedeutung eingehen, was die Attribute genau bedeuten, welche Attribute genau nicht einfließen, habe ich auch mal aufgelistet. Es gibt auch noch gewisse Spielweisen, die jeder Spieler bevorzugt. Gehen wir dazu mal wieder zu Marcel Heller. Und auf Informationen. Und dann seht ihr hier, dass der, eben weil der Marcel Heller so schnell ist, legt er sich den Ball vor, um seinen Gegner zu überlaufen. Ja, und er dribbelt sehr gern mit dem Ball. Das sind so die typischen bevorzugten Spielweisen, die einem noch helfen. Und ja, das wäre soweit alles, was ich euch zum Thema CA und PA erzählen wollte. Diesen Editor, den gibt es natürlich nicht für euch, den gibt es nur im Research und als Hilfe. Im normalen Otto-Normalverbrauch sieht der normalen Editor ohne die ganzen Gewichtungen, sieht auch ein bisschen anders aus. Aber das wollte ich euch nicht mehr gezeigt haben. Ich kann euch das noch für den Torwart zeigen. Das sind für den Torwart zum Beispiel Reflexe ganz entscheidend oder auch die Strafraumbeherrschung und auch seine Fähigkeiten, den Ball festzuhalten. Also das spielt für den Torwart zum Beispiel eine größere Rolle als zum Beispiel hier die Geschwindigkeit, wie ihr hier sehen könnt. Die hat eine Gewichtung von 3 bei Marcel Heller. Einem Flügelspieler war die Geschwindigkeit mit einer Gewichtung von fast 8 dabei. Also das ist natürlich ein deutlicher Unterschied. Ein Torwart muss nicht jetzt lange ausdauernd schnell sein, sondern bei dem ist es wichtig, dass seine Beschleunigung und seine Agilität relativ hoch ist, damit er eben sich beim Herauslaufen, bei gewissen Bewegungen ideal bewegen kann. Gut. So viel zu dem Thema. Ich hoffe, dass das einige Fragen beantworten konnte und freue mich aufs nächste Video.